Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderbaren Kanal, wo nur, wow, wunderschöne Menschen zu sehen. Freunde, ich freue mich sehr, wir haben einen neuen Song von Gio und ich glaube, das wird so ein typischer Gio-Song, was ich gar nicht schlecht meine, was ich eher im viel, viel positiveren Sinne meinte. Ich finde, wenn man sagt, es ist so ein typischer Blablabla-Song, der hört sich das immer ein bisschen abwertend an, aber ich meine das sehr, sehr positiv. Der Song heißt Mama und ich weiß nicht, was es ist, aber die Songs von Gio oder Gio schafft es, seine Songs so rüberzubringen, dass die immer hart hitten oder härter hitten als, ich weiß es nicht, Real Talk oder emotionale Songs von anderen. Gio hat irgendwas in seiner Stimme, Ausstrahlung, Aussprache, ich weiß nicht was, aber die Songs von Gio hitten immer mehr gefühlt als andere bei mir. Ich freue mich sehr darauf, jetzt reinzuhören. Produziert das Ganze von Bouncy. Noch nie gehört, Bro. Das Video ist meistens selbst produziert irgendwie von Gio. Yes, Sir, steht nichts anderes drin. Wir hören rein. Link zum Original ganz wichtig in der Beschreibung. Support Gio. Geht nochmal auf das originale Video, lasst ein Like da und gönnt. Und ich werde euch ein paar andere Gio-Reactions oben ins i reinklatschen. Und dann hören wir mal rein. Ich bin Real Talk gespannt. Und es kann sein, dass es ein bisschen emotional wird, Freunde, ja. Ich freue mich. Let's go. Schöner Beat, Mann. Schön atmosphärischer Beat bis jetzt. Gefällt mir sehr. Mama, du hast es von Anfang an nicht leicht gehabt. Hast quasi deine komplette Kindheit im Heim verbracht. Natürlich weiß ich das. Doch erst seitdem ich selber Vater bin, begreife ich, was du für uns geleistet hast. Oh, allein schon dieser Einstieg, Mann. Allein schon dieser Einstieg. Erst einmal, ich finde das Video sehr, sehr schön. Wir haben jetzt so Bilder mit so einem Filter, dass sie gemalt aussehen und gleichzeitig ein Lyric-Video draus gemacht. Smarte Idee, finde ich. Man muss nicht immer ein krasses Musikvideo drehen und ein Lyric-Video dann noch cool zu verpacken mit Illustrations irgendwie, finde ich nice. Okay. Digga, bis jetzt aber dieser Vergleich, was das habe ich letztens in meiner PA-Reaction gesagt. Ich glaube, diese Vaterschafts-, Mutterschaftsgefühle, die sind so krass, dass man sie gar nicht beschreiben kann. Also die sind so intens, dass sie unbeschreiblich sind irgendwie. Und erst wenn du selber Kinder hast, checkst du auch, was deine Eltern so durchgemacht haben oder für dich geleistet haben, weil du dann so merkst, okay, Bro, ich würde mein Leben halt dafür geben, so. Das sind Gefühle, die man so nicht checken kann, glaube ich. Deswegen hat er das ganz gut connected hier gerade, finde ich. Weiß ich das, doch erst seitdem ich selber Vater bin, begreife ich, was du für uns geleistet hast. Du hattest keine Hilfe, du hast es allein geschafft, deine drei Kinder großzuziehen mit purer Leidenschaft. Jeder Schritt, jedes Wort, jede Eigenschaft, alles, was ich heute bin, hast du mir damals beigebracht. Boah, diese Wortwahl. Boah, ich krieg Gänsehaut, ich krieg Real Talk krass Gänsehaut, Mann. Diese Wortwahl war wunderschön von Gio. Jeder Schritt, jedes Wort, jeder Schritt, jedes Wort, jede Eigenschaft. Jede Eigenschaft, alles, was ich heute bin, hast du mir damals beigebracht. Alles, was ich heute bin, hast du mir damals beigebracht. Oh. Digga, wenn man drüber nachdenkt, ich weiß nicht, warum es bei mir so hart hittet immer, aber es ist halt Real Talk so. Man ist halt wirklich zu einem sehr, sehr großen Stück weit das, was die Eltern einem mit auf den Weg geben, was die Eltern... Ich hab so Bock, Vater zu werden in letzter Zeit, das ist nicht gut, haltet mich auf. Hey Jungs, haltet mich auf, okay? Weil dann lasse ich keinen Fehler machen hier. Nein, aber es ist irgendwie, es ist krass irgendwie, wenn man drüber nachdenkt. Ich weiß nicht, was es ist, aber... Das ist... Keine Ahnung, man, seid dankbar euren Eltern gegenüber für alles. Heute schäme ich mich, wie oft war ich eingeschnappt? Wie oft hab ich Unüberlegtes in einem Streit gesagt? Wie oft... Real Talk, Mann. Hab ich dich klein gemacht, wie oft zum Weinen gebracht. Ich war noch jung und hab nicht weit gedacht. Bitte verzeih mir das. Boah, starke Zeilen, Digga. Starke Zeilen. Streit und Krach stand mit deinem Bein im Knast. Doch du warst die Einzige, die nie an mir gezweifelt hat. Du hast gekämpft wie eine Löwin um deinen kleinen Schatz. Danke, Mama, dass du immer bei mir warst. Der erste Blick, die erste Stunde. Mama war da. Der erste Schritt, die erste Runde. Mama war da. Der erste Tritt, die erste Wunde. Mama war da. Von der ersten Sekunde. Mama war da. Mama war da. Als junges Baby mit der Rassel im Arm. Als kleiner Junge mit der Mappe im Park. Als Pubertierender mit Akne am Start, egal wie hart das auch war, Mama war da, Mama war da. Als Jugendlicher mit der Tasche voll Gras, als junger Mann zum ersten Mal in den Charts, als Erwachsener, als Vater mit Bart, egal wie hart das auch war, Mama war da. Was sind Hunde? Digga.
Wir müssen echt alle dankbarer sein, Mann. Das ist eigentlich crazy, wenn man drüber nachdenkt. Das ist so crazy, Mann. Unser ganzes Leben werden wir so von. Im besten Fall natürlich, und das wünsche ich jedem, dass man von den Eltern sein ganzes Leben lang oder solange es geht begleitet wird, wurde. Und auch, dass jeder selbst sowas erleben kann, Mann. Damn, Alter. Wir müssen uns mehr als glücklich schätzen, Digga. Keine Ahnung. Also ich hatte nie Streit mit meinen Eltern. Ich habe nie irgendwie. Deswegen bin ich meinen Eltern so krass dankbar für meine Erziehung auch. Auch wenn ich, glaube ich, eine weirde Erziehung hatte und eine, die. Also ich hatte nie Verbot zum Beispiel. Ich hatte nie irgendein Verbot. Ich weiß nicht, warum ich trotzdem relativ normal und gut erzogen wurde. Aber also so mäßig. Keine Ahnung. Also natürlich hieß es irgendwie so, okay, du gehst um 8 schlafen, aber meine Eltern haben mich dann nicht gezwungen einzuschlafen oder so. Wenn ich dann noch wach bleiben wollte, dann hieß es ja, okay, du musst trotzdem morgen um 6 aufstehen, wenn du in die Schule gehen kannst mit 3 Stunden Schlaf oder so, go for it. Dann hast du aber deine eigenen Probleme am Start, so. Sowas zum Beispiel. Ich hatte nie Fernsehverbot oder so, weil dann halt meine Eltern gesagt haben, okay, dann guck halt noch, solange du willst, aber wie gesagt, solange alles andere läuft, go for it. Aber auch dieses zu erkennen, wie erziehe ich mein Kind, wann bin ich wie konsequent, wann bin ich wie, wann muss ich wie durchgreifen, dass man trotzdem immer da ist und diese Kraft hat. Und auch bei Gio jetzt, dass er meinte, ich war mit einem Bein im Knast, so, ich habe echt viel Scheiße erlebt, ich habe dich zum Weinen gebracht und dass die Eltern halt trotzdem, halt, lo für uns ist es logisch, dass die Eltern immer da sind irgendwie, aber es ist eigentlich voll krass, Mann. Es ist, gerade wenn irgendwie Scheiße im Leben passiert, so. Keine Ahnung. Einfach Shoutouts an alle Moms und Dads, Freunde. Gebt eurer Mom und oder eurem Dad im besten Fall jetzt einfach mal eine dicke Umarmung und sagt einfach mal Danke. Was sind Katzen, was sind Mikroskope? Du hast mir die Welt erklärt, du warst mein Biologe, du warst mein Geisterjäger, du warst mein Psychologe. Und wenn ich krank war, dann warst du mein Arzt und Virologe. Du warst mein Sprachlehrer, du warst mein Ratgeber. Du warst der Stahlträger zwischen all den Zahnrädern. Du warst der Wegweiser durch das Leben Richtung Glück. Du warst das Fundament, das wichtigste Verbindungsstück. Du warst der Lösungsweg, wenn ich mal nicht weiterkam. Du warst der Meisterkoch mit Liebe auf dem Speiseplan. Du warst der Osterhase, Nikolaus und Weihnachtsmann. Du bist mein Zuhause, du bist meine Heimat, Mom. Du bist da, wenn der Regen auf mich niederprasselt. Und bist als Mama auch der Papa, den ich niemals hatte. Du bist die. Digga, die Leine sind anders. Ich fand die Nikolaus Osterhase und Weihnachtsmann-Line fand ich sehr, sehr strong. Aber diese Line gerade, die nur auf ihn bezogen ist, logischerweise hittet sehr, sehr doll, finde ich. Wenn der Regen auf dich niederprasselt und bist als Mama auch der Papa, den ich niemals hatte. Du bist die Einzige, die immer für mich da war. Danke, Mama. Der erste Blick, die erste Stunde. Mama war da. Der erste Schritt, die erste Runde. Mama war da. Der erste Tritt, die erste Wunde. Mama war da. Von der ersten Sekunde. Mama war da. Mama war da. Als junges Baby mit der Rassel im Arm. Als kleiner Junge mit der Mappe im Park. Als Pubertierender mit Akne am Start, egal wie hart das auch war, Mama war da, Mama war da. Als Jugendlicher mit der Tasche voll Gras, als junger Mann zum ersten Mal in den Charts, als Erwachsener, als Vater mit Bart, egal wie hart das auch war, Mama war da. Heute bin ich selber Vater von einem kleinen Kind. Und jeden Tag aufs Neue fällt mir auf, wie gleich wir sind. Ich nutze deine Worte, vermittel deine Werte, geh an die gleichen Orte, mache die gleichen Scherze, mach mir die gleichen Sorgen, schenke die gleiche Wärme. Es sind die gleichen Formen, die ich der Kleinen lehre. Du machst es aus einem kleinen Jungen einen starken Mann. Und bist der Grund, dass meine Tochter einmal sagen kann: Papa war da. Na, ihr Vater war ein Ehrenmann. Schöne Anspielung noch auf Bushido, Mann. Und dann eben zu sagen, Papa war da, auf ihn auch selbst zu beziehen, weil sein Dad eben nicht da war. Holy shit, Digga. Das war ein guter Song, Mann. Und es ist exakt das eingetreten, wie eine Tür vom SEK. Freunde, man muss die Joker natürlich auch noch beibehalten, ja. Es ist ja exakt das eingetreten, was ich am Anfang gesagt habe, dass diese Songs von Gio, die so emotional sind, irgendwie viel härter hitten als bei anderen. Für mich persönlich, ich weiß nicht, was es ist, so. Ich weiß nicht, was es ist, aber ich glaube, dieser Song berührt jeden irgendwie, der eine Mom oder halt einen Dad hat oder einen Elternteil,
der sich um einen gesorgt hat und mit dem er aufgewachsen ist. Was ich wirklich hoffe für jeden. Weil das sind so Sachen, an die denkt man nicht 24/7, aber müsste man. Man müsste 24/7 dankbar sein. Man müsste 24/7 irgendwie. Keine Ahnung, Mann. Man, wir nehmen das alles für selbstverständlich, habe ich manchmal das Gefühl. Also klar, irgendwie auch nicht, aber so viele Kleinigkeiten nehmen wir für selbstverständlich, die eigentlich nicht selbstverständlich sind. Das ist ganz krass irgendwie. Okay, Freunde, ich darf nicht zu sehr diese emotionale Schiene jetzt reinrutschen hier. Es war ein guter Song und ich kann mir hunderte Songs von Gio in dieser Art und Weise anhören. Und es wird einfach nicht schlechter und nicht langweiliger oder so. Deswegen war das echt gut, Mann. Schreibt mal rein, wer den Song gefunden hat, Freunde. Ansonsten würde ich sagen, ja. Sehen wir uns bei einem weiteren wunderbaren Video. Bleibt fresh, so wie immer. Und vergesst nicht, jetzt eure Mom und oder euren Dad einmal zu knuddeln. Oder irgendeine Person, wo ihr wisst, okay, ich bedanke mich zu selten, einfach mal zu knuddeln und Danke zu sagen. Macht das. Hausaufgaben für heute. Gut, wir sehen uns morgen, Freunde. Ciao.